Dann danke ich Ihnen, ich danke für die nette Einladung und ich hoffe, dass ich Ihnen in der nächsten Dreiviertelstunde bis Stunde die rechtliche Situation so ein bisschen beibringen darf. Vielleicht zwei, drei Dinge vorab. Es ist gerade angesprochen worden, Fragen und Diskussionen am Ende. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich hinsitze und zuhöre, dann kommen mir manchmal so Fragen, die ich habe, auch zwischendurch. Ich bitte Sie, also stellen Sie die, nicht bis zum Ende warten. Eventuell hat man es ja wieder vergessen oder es kommen 10 dazu. Ich persönlich mag das lieber, wenn das im Vortrag ein bisschen lebhafter ist. Ist vielleicht für Sie angenehmer, weil jetzt eine Stunde lang zuhören, was der da vorne erzählt. Vielleicht hat man es dann am Ende vergessen oder es interessiert dann in der Situation, die da neu aufgekommen ist, nicht mehr. Also bitte, bitte stellen Sie Fragen zwischendurch. Selbstverständlich, wenn Sie Diskussionsbedarf und Plus haben, können wir das gerne machen. Wie gesagt, so eine Dreiviertelstunde. Eine Stunde werde ich reden und dann schauen wir mal weiter. Bin ich hinten zu verstehen oder muss ich lauter reden? Wunderbar, okay. Geld und Rechte, Recht, Betreuungsrecht, eigentlich eine relativ überschaubare Materie. Das ist geregelt im bürgerlichen Gesetzbuch. In gerade mal 12 Paragraphen, 1896 bis 1908 BGB, da steht das alles drin. Ich habe mir jetzt für den Vortrag gedacht, ich werde Sie tatsächlich da durchlotsen. Ich will Ihnen heute keine Jura-Ausbildung zukommen lassen, Gottes Willen nicht. Aber es ist ja doch so, wenn man über Recht redet, sollte man mal gehört haben, was denn da eigentlich so im Gesetz steht. Ja? Und tatsächlich ergibt sich aus der gesetzgeberischen Regelung schon ganz, ganz fürchterlich viel, was man so an Fragen haben kann. Und ich habe mir gedacht, ich versuche Sie da durchzulotsen. Das im ersten Teil. Im zweiten Teil wollen wir uns dann die in Anführungszeichen verfahrensrechtliche Situation so ein bisschen angucken. Das ist ja alles ins Familienrecht rübergeschwappt mit den Betreuungssachen. Das heißt, die Betreuungsgerichte sind bei den Familiengerichten. Das ist im Gesetz über Familien- und freiwillige Gerichtsbarkeit geregelt worden, im sogenannten FAMFG. Und da sind es dann knapp 30 Paragraphen, die sich so mit der verfahrensrechtlichen Situation auseinandersetzen. Und auch da möchte ich Ihnen das so ein bisschen anhand des Gesetzes näher bringen. Ich habe mich dann aber bemüht, das Ganze zum Schluss kann man das eigentlich auf zwei, drei wirklich richtig wichtige Punkte zusammenkochen. Da komme ich dann natürlich hin. Ja, das ist sehr textlastig, das werden Sie gleich sehen. Machen Sie sich keine Mühe, keine Sorgen, das müssen Sie nicht alles lesen. Dafür stehe ich ja hier vorne und versuche Ihnen dann zu erläutern, was da steht. Bitte eine Frage, könnte man die Texte irgendwie als Ausdruck bekommen? Also ich kann das gerne so machen, dass ich später die PowerPoint-Präsentation dem Herrn Seib zur Verfügung stelle. Dann kann der die zum Beispiel auf die Homepage packen. Auf der anderen Seite ist das ja auch alles keine Hexerei. Das steht alles im Gesetz. Das ist jetzt das an den Folien. Das heißt, nur die Gesetzestexte. Das ist jetzt so ganz teilweise natürlich ein bisschen verkürzt. Das ist ja nicht immer alles erforderlich. Manchmal sind es ein paar Sachen aus, ich habe Ihnen ein Urteil des Bundesgerichtshofs in Auszügen mitgebracht, da geht es um die Frage der freien Willensausübung, das ist ja so ein ganz wichtiger Begriff im Betreuungsrecht, da wollte ich Ihnen einmal zeigen, was der BGH da mal zugesagt hat, wann das eigentlich der Fall sein soll und wann nicht, ja, weil da hängen ja im Prinzip die ganzen Rechte im Betreuungsrecht dran, an dieser einen Frage, kann ich einen freien Willen bilden oder nicht. Und insofern, das können Sie also alles jetzt auch schon im Internet nachlesen, wenn Sie unter www.gesetze im Internet.de, da kriegen Sie alles umsonst, aber ich stelle auch hinterher gerne die Präsentation zur Verfügung, ist überhaupt kein PDF oder sowas, ist überhaupt kein Problem. Ja. Ja. Dankeschön. So, wollen wir mal gucken, ob die Technik jetzt mitmacht, tut sie nicht. Ein winzig kleiner Überblick über ein paar Zahlen, nur so um einmal dazu zu kommen. Das ist die Entwicklung der Betreuungsverfahren am Ende eines Jahres, von dem Jahr 2005 bis 2015. Man sieht, es sind A nicht wenig, wir haben also in der Spitze 1,3 Millionen Verfahren anhängig an Betreuungsgerichten. Ja, die Zahlen sind veröffentlicht worden am 01.01.2017, gehen aber nur bis 2015 zurück, kriegen Sie das Bundesamt der Justiz auch immer mal wieder aktualisiert. Und zum Schluss hat man im Jahr 2015 rund 1,27 Millionen Verfahren anhängig. Das ist tatsächlich das Betreuungsrecht eine Angelegenheit, die viele, viele Menschen
betrifft und insofern eine sehr, sehr relevante Materie. Ich habe noch mal dabei. Anhängig heißt, das sind neu eröffnete Verfahren? Nein, das sind auch Verfahren, die noch laufen. Also die schon laufen? Ja, laufen und neu hinzugekommen sind, die also bis zum 31.12. eines Jahres bei Gericht eingegangen sind und dort in der Bearbeitung sind. Ja, also nicht die, die schon fast, was ich jetzt bearbeitet worden sind. Nein, die abgeschlossen worden sind nicht, sondern nur die, die aktuell noch auf dem Hof, also Entscheidungen noch nicht rechtskräftig abgeurteilt worden sind. Ja? Grundlage der Betreuung, Paragraph 1896 bis 1908, wie bereits gesagt. Paragraph 1896 sagt dann, wenn ein Volljähriger, und nur um die geht es heute, also es soll nicht auch noch um die Frage gehen, was ist mit Vormundschaft für Minderjährige, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Kapitel, sondern es geht nur um die Betreuung. Aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag, das ist wichtig, man kann das selber beantragen, wenn man das möchte, oder von Amts wegen, das heißt, dass man wird man mit dem Verfahren überzogen, auch wenn man das gar nicht möchte, einen Betreuer. Wie ich liebe in diesem Zusammenhang, gegen den freien Willen eines Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt werden. Ja, das ist eine der zentralsten Änderungen, die, ich glaube, 2009 ins Gesetz aufgenommen wurde, dass man sagt, wenn jemand frei, aus seinem freien Willen heraus sagen kann, ich will nicht betreut werden, auch wenn das eigentlich vorteilhaft sein könnte, weil ich dann jemanden habe, der mir zur Hand gehen kann, dann darf ein Betreuer nicht bestellt werden. Das ist keine Frage, sondern das sagt das Gesetz selber, das darf gar nicht erst passieren. Ja. Was für ein Betreuer? Gibt es denn da Bibel? Den gesetzlichen Betreuer. Ah, gesetzlich. Geht jetzt immer erst einmal um den gesetzlichen Betreuer, ja. Denn wenn Sie einen Bevollmächtigten, da kommen wir gleich noch zum Bevollmächtigten benennen, dann haben wir mit der ganzen Sache, mit dieser gesetzlichen Betreuung, ja eigentlich nichts mehr zu tun. Das ist der Weg, um an dieser Betreuungsanordnung vorbeizukommen. Da steht ja, eine Betreuung kann von Amts wegen eingeleitet werden. Ja. Wann würde das denn der Fall sein? Das ist immer dann der Fall, wenn in Anführungszeichen die Behörden Kenntnis davon erlangen, dass eine Betreuung erforderlich sein könnte. Wie das kommt, das kann der Nachbar sein, der beim sozialen Dienst anruft, der Stadtanruf sagt, hier, da stimmt irgendwas nicht, vor der Haustür türmt es sich, die Post wird nicht geöffnet. Ich habe auch meinen Nachbarn irgendwie seit Monaten nicht gesehen. Ich weiß aber, der ist noch da, die Rolle ist runter, der lebt jetzt im Dunkeln und hat sich von der Außenwelt abgeschottet. Und dann kann es sein, dass der soziale Dienst der Stadt rauskommt und sagt, okay, was ist denn hier los, sich das anguckt und dann von Amts wegen ein Verfahren anfängt. Das kann genauso gut sein, das haben wir auch erlebt ganz oft, dass im Rahmen von Polizeieinsätzen bekannt wird, dass unter Umständen eine psychische Problematik aufgetreten ist und die dann im Nachhinein, da sagt dann unter Umständen der Strafrichter oder auch der sonst mit der Sache befasste Richter dann, hier ist das erforderlich. Oder wenn es eine Einweisung in die LWL-Klinik gegeben hat, dass die dann im Anschluss eine Meldung an die Stadt machen und sagen, hier leitet ein Verfahren an. Ja, bitte. Und wenn jetzt über den freien Willen, haben Sie gesagt, reden wir nochmal gesondert? Oder? Ja, da reden wir jetzt, kommen wir, da sind wir gerade auf dem Weg. Dahin. Ah, okay. Ja. Es gibt ja im Moment auch diese freiwillige Betreuung. Wie ist das? Im Gesetz ist nicht vorgeschrieben, dass man das vorziehen muss. Doch. Ja? Ja. Also weil freiwillige. Ich wurde freiwillig nach 67 und 53. Ja. Das war bei mir ein Streitpunkt gewesen, nach 67 wurde ich betreut. Ja. Die Bevollmächtigung ist dann problematisch, wenn Zweifel an der Eignung des Bevollmächtigten bestehen sollten, ja, dann kann, kommen wir nachher aber auch nochmal zu, können zwei Dinge passieren. Entweder wird dann auch gegen den Willen ein Betreuer eingesetzt, weil man sagt, der hier Bevollmächtigte ist nicht, überhaupt nicht geeignet. Oder es gibt einen Betreuer, für, also einen Kontrollbetreuer nennt sich das dann, der im Prinzip... Der freiwillige Betreuer. Der freiwillige, ja. Der Kontrolle. Ja, das bringt natürlich nichts. Ich habe auch
Euro frei, über 2 Monate gewartet, kommt meine Miete nicht bezahlt. Ja, sowas soll er, das soll er, genau das sind die Dinge, die eigentlich nicht passieren sollen, genau, ja. Aber eigentlich, das normal, wie gesagt, das ist so dieser Mechanismus, wenn Sie sagen, ich habe jemanden, dann soll dem Geltung verschafft werden. Und wenn man dann merkt, der kann aber nicht, jetzt ist das Problem, wenn dann erst das Verfahren anfängt, dann dauert es natürlich wieder. Und in der Zeit können Schäden entstehen. Und gerade die sind relativ häufig eben auch finanzieller Natur. Ja. Ich glaube, Sie meinen jetzt, dass Sie freiwillig in Betreuung gegangen sind. Und was Sie meinen, dass ich jemanden habe, wo ich sage, dem vertraue ich, der soll für mich der Betreuer sein. Nein, ich meine tatsächlich denjenigen, den Sie mit der sogenannten Betreuungsvollmacht benennen, wo Sie sagen, für den Fall, dass ich das nicht mehr kann, genau, zu einem bestimmten Zeitpunkt, möchte ich, dass Person XY, ja, ja, meine Geschäfte machen. Das ist eine ganz normale, also diese Vollmacht ist nicht extra im Betreuungsrecht geregelt, das ist diese sogenannte Vorsorgevollmacht. Ja. Ja. Und die umfasst eben auch, oder kann auch umfassen, diese Fälle der freiwilligen Betreuung. Ich hoffe, wir haben nicht aneinander vorbeigeredet. Aber sie ist doch jetzt ja, selbst jetzt hingegangen. Nach 67 gewesen. 67, welches Gesetz? Sozialgesetzbuch Wohnungslosen. Ach so, ja, okay. Ja, das, okay. Es gibt ja noch 53 für Klassische und okay. Bei mir war es so ein Mittelding. So ein Mittelding, ja. Okay. Gut. Ja, diese Sachen, da unter Umständen, also was da noch an betreutem Wohnen etc. kommt, das wollte ich tatsächlich so ein bisschen außen vor lassen, weil das noch eine Sonderform ist. Ja? Okay. Also, was wir gerade im 1896 gelesen haben, ergibt sich, Betreuung ist vom Konzept her gedacht als staatliche Beistandsleistung. Ja? Es hat mir mal ein Betreuungsrichter aus Wuppertal gesagt, und den Satz fand ich sehr bemerkenswert, weil der das Wesen, was man eigentlich so, was der Gesetzgeber vor Augen hat, der sehr gut zusammenfasst. Er sagte, das ist eine Dienstleistung für denjenigen, der sich selber nicht mehr helfen kann. Spannenderweise kommt diese Dienstleistung ganz oft so bei den Betreuten gar nicht an. Ja, weil man dann merkt, es gibt unheimlich viele Reibereien mit den Betreuern. Wir haben zum Glück eine ganze Reihe sehr, sehr fähiger Berufsbetreuer, zumindest hier für den Bereich Bochum. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass es eine ganze Menge Betreuer gibt, die in ihrem Beruf relativ falsch aufgehoben sind. Ja, und da muss man dann natürlich gucken, wie kann man sich dagegen wehren. Aber das Konzept, und nur das rede ich jetzt momentan, ist das, dass man sagt, das ist eine staatliche Beistandsleistung. Betreuung wird heute, Sie kennen diesen alten Begriff, bitte. Nein, es gibt keine tatsächlichen gesetzlichen Bedingungen dafür, wann jemand sich Betreuer nennen darf. Ja, das Gesetz sagt, der Betreuer muss für den jeweiligen Aufgabenkreis fachlich und persönlich geeignet sein. Das kann jetzt alles heißen und nichts. Ja. Die Sache ist, wir wissen vielleicht, es gibt eine ganze Menge Rechtsanwälte, die machen Betreuung, weil, wichtig, es geht um Rechtsfürsorge, nicht um tatsächliche Hilfe. Der Betreuer muss also in der Lage sein, seinem Betreuten tatsächliche Hilfe zu organisieren, ohne selbst diese tatsächliche Hilfe leisten zu müssen. Das heißt, wenn jetzt also jemand in Wohnungsangelegenheiten einen Betreuer erhält, dann muss der Betreuer nicht kommen und die Wohnung in Ordnung halten, der muss nicht den Umzug mitmachen, ja, der muss nicht die Post reinholen, der muss nicht sauber machen. Der muss aber unter Umständen erkennen, derjenige, für den ich hier verantwortlich bin, der kann das nicht. Also muss ich vielleicht jemanden organisieren, der das für ihn erledigen kann. Das wäre die Aufgabe, das wäre die Eignung, die der Betreuer mitbringt. Das machen ganz oft Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen, ja, wie gesagt, ganz oft auch Rechtsanwälte, die allerdings in vielen Bereichen tatsächlich dafür überhaupt nicht geeignet sind. Das muss man mal so sagen. Bitte. Darf der Betreuer seinen Bruder, seinen Schwager, so fragen, dass er immer die Wohnung für ihn ausräumt und seinen Auftrag? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. nee, eigentlich so nicht. Wenn dahinter steht, cool, ich kann für meinen Bruder, dem kann ich einen Gefallen damit tun.
Wenn der Bruder jetzt eine Entrümpelungsfirma hat oder eine Sanitärfirma oder sonst was, dann kann der natürlich auch sagen, ich lasse das über meinen Bruder machen, weil ich ein besonderes Vertrauensverhältnis habe. Ich weiß, der leistet besonders gute Arbeit. Der muss diese Arbeit ja nicht ausschreiben. Der muss im Interesse seines Betreuten handeln. Ja? Wenn jetzt natürlich der Betreute der sagt, immer, deinen Bruder möchte ich hier nicht haben, dann sollte der das auch tun, nicht sein lassen. Ja? Okay. Also, hier, das, bitte. In der Beispiel, wie geht es ein Rechtsanwaltbeauftragter? Ja. Wenn ich erzähle, so rechtlichen Form von einer Nein, der Rechtsanwalt ist nicht teurer, weil der Rechtsanwalt das nicht als Rechtsanwalt macht. Also die Tätigkeiten, die der Rechtsanwalt als Betreuer übernimmt, werden nach den Vergütungsvorschriften für Betreuer abgerechnet. Da ist es höchstens so, dass je nach der fachlichen Eignung der Stundensatz für den Betreuer höher oder niedriger sein kann. Ja? Fachlich besonders geschulte Betreuer kamen, ich glaube, einen Maximalsatz von immer so 33 Euro die Stunde, sowas um den Dreh. Ja? Und das geht runter bis zu, ich meine, 15 Euro. Wenn Sie jetzt also einen Finanzbeamten oder einen Rechtsanwalt nehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der 33 Euro die Stunde abrechnen kann, höher, als wenn Sie jemanden haben, der sagt, ja, ich habe schon mal meiner Mutter die Steuererklärung gemacht. Ja? So, das ist eben die fachliche Eignung, die da eine Rolle spielt. Aber nein, es ist nicht so, dass der dann sagen kann, wunderbar, ich habe hier einen Streitwert von 10.000 Euro, ich mache jetzt eine Anwaltsrechnung daraus. Das darf er auf keinen Fall. Entschuldigung? Bitte. Was ist denn, wenn man Erwerbsminderungsrente bezieht und Grundsicherung, wird es dann vom Geld preiswerter? Nein, dann müssen Sie das ja nicht mehr bezahlen. Dann kriegen Sie die Betreuung bezahlt. Sie müssen die Betreuung ja nur selber bezahlen, wenn Sie persönlich die finanziellen Mittel haben, also wenn Vermögen vorhanden ist. Das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, spricht aber dagegen, dass es Vermögen gibt. Und deswegen wäre die Betreuung dann auch über die Sozialkassen abzurechnen. Okay. Muss ich denn vorher einen Antrag stellen oder kann ich einfach zum Rechtsanwalt geben? Nein, Sie müssen natürlich, wenn Sie einen Betreuer beigeordnet bekommen wollen, muss ein Betreuungsverfahren durchgeführt werden. Sie können jederzeit zu einem Anwalt gehen und sagen, machen Sie das für mich? Dann sagt der Anwalt, wunderbar, mache ich. Hier ist meine Rechnung als Anwalt. Ja. Ja, weil dann wird er ja gerade nicht als bestellter Betreuer tätig. Ja. Ja, weil, also wenn Sie etwas über Vorsorgevollmachten privat regeln, dann ist es natürlich auch so, dass Sie das erst einmal privat bezahlen. Weil ja das alles, was Sie mit dem Betreuungsverfahren zusammenhängt, dann so in der Art und Weise erstmal gar nicht gilt. Ja, da gibt es nur eine Kontrolle über das Gericht, ob das denn in irgendeiner Form, ob es da einen Missbrauch gibt oder sowas. Ja. Aber Ihre, in Anfang ein großes Wort, Privatautonomie, also Ihr Recht, das Leben selber zu gestalten, geht einher mit der Verpflichtung zu sagen, ich muss das dann auch selber bezahlen. Ja. Ja. Wobei man in dem Zusammenhang sagen sollte, dass die Betreuungsvereine vor Ort die Verpflichtung haben, also zu Vorsorgevollmachten zu beraten. Ja, okay, das ist noch eine andere Sache. Wenn wir sagen, wir reden über Betreuungsverein und was haben die eventuell noch für besondere Verpflichtungen und müssen die darauf hinweisen. Natürlich, das sollte Ihnen eigentlich jeder Betreuer sagen. Sollte sagen, wenn Sie eine private Vorsorge treffen. Das Problem ist, wenn wir hier diese Einführung eines Betreuungsverfahrens haben, sind wir ja über den Bereich Errichtung einer Vorsorgevollmacht meistens schon hinaus, weil ja gerade der freie Wille nicht mehr da ist. Die Vorsorgevollmacht setzt aber Geschäftsfähigkeit voraus. Ja, jetzt wird es schon wieder sehr technisch, kommen wir gleich nochmal zu. Lassen Sie mich die Folie abschließen. Die Betreuung ist zugewiesen auf Aufgabenkreise, das wissen Sie alle. Das heißt, es ist eben nicht mehr so, dass man entmündigt werden soll, sondern der Gesetzgeber hat gesagt, wenn wir sagen, wir sollen den Leuten helfen, dann müssen wir auch genau gucken, wo helfen wir, wo ist Hilfe erforderlich und es soll nur für den jeweiligen Aufgabenkreis ein Betreuer bestellt werden. Das geht bis zu dem, was früher Entmündigung war. Heute heißt das Einwilligungsvorbehalt, ja, und bedeutet, dass der Gutachter, der dann kommt, festgestellt hat, dass vollständige Geschäftsunfähigkeit vorliegt und die Gefahr, dass jemand sein Vermögen selbst schwer schädigt, wenn er Herr seiner Finanzen bleibt.
Das ist der schwerste Eingriff, den man sich vorstellen kann. Der ist deswegen auch mit besonderen Kontrollmechanismen ausgestattet. Aber zum Glück, die Folie habe ich jetzt nicht mitgebracht, ist es so, dass die Einwilligungsvorbehalte bei den 1,2 Millionen Verfahren liegen wir, glaube ich, so bei knapp 10.000, 15.000 Einwilligungsvorbehalten im Moment. Das heißt, wir sind im Promillebereich bei diesen Anordnungen. Bitte. Ja, das kann Rechtsanwalt weitermachen, wenn man wirklich das dann erklärt wird. Das ist doch gar nicht. Nein, der Rechtsanwalt kann dagegen gar nichts machen. Die Erklärung, die kommt ja durch das Gutachten. Da kommt das greift an der Folie vor, aber ich gehe gerne hier drauf ein. Betreuung wird ja erst eingerichtet, wenn das Gericht ein Gutachten eingeholt hat. Es ist vorgeschrieben, dass ein ärztliches Gutachten einzuholen ist über die Frage, ob freier Wille gebildet werden kann. Nur wenn. Und jetzt ist das Problem, wenn jetzt der Gutachter Ergebnis kommt, nein, ein freier Wille kann nicht mehr gebildet werden und es ist unter Umständen ein Einwilligungsvorbehalt zu erklären, dann muss man gucken, ob man etwas gegen dieses Gutachten unternehmen kann. Das heißt, man kann das Gutachten erst einmal auf die Eignung und Fähigkeiten des Gutachters überprüfen. Dann kann man überprüfen lassen, ob das Ergebnis des Gutachtens wissenschaftlich haltbar ist. Man kann also im Zweifel ein sogenanntes Obergutachten beantragen oder selber ein Privatgutachten von einem anderen Psychiater oder einem anderen im Bereich der Psychiatrie tätigen Arzt beibringen. Das Problem ist, wenn es ein gerichtliches Gutachten gibt und ein Privatgutachten, dann hat in der Regel das gerichtliche Gutachten Vorrang. Man müsste also vorher schon gucken, was kann ich machen. Man kann auch versuchen, die Auswahl des Psychiaters, der das Gutachten anfertigt, zu beeinflussen. Das heißt, da sind Ansatzpunkte für den Anwalt. Wenn Sie mitkriegen, über mich wird ein solches Verfahren eröffnet, suchen Sie frühzeitig einen Rechtsanwalt auf, damit der unter Umständen schon zum Zeitpunkt der Auswahl des Arztes mit dem Gericht zusammenarbeiten kann. Ja, das kann ganz wichtig sein, denn manchmal hängt die Frage, ob ein bestimmtes Ergebnis auch vom Typen des Gutachters ab. Das muss man ganz frei so sagen. Bitte. Das Gericht ist dann nach dem BGH, ist nur recht, nach bürgerlichen Rechtsanwälten aus, die im BGH zugelassen sind. Nein, vorsichtig, das ist das BGH spricht das BGH nur recht und keine Tatsachen und Fakten. Der Typ da, der Rechtsanwalt aus, beim BGH zugelassen, Rechtsanwalt, aus Karlsruhe hat die geschrieben, das BGA ist nur noch recht, und wir haben ein paar Fakten. Da bitte, Herr Kollege, was Jetzt wird sehr speziell. Ich versuche es in zwei kurzen Sätzen zu beantworten. Zum einen, ja, Sie haben recht. Das, was beim BGH eingeht, ist die sogenannte Rechtsbeschwerde. Das ist quasi eine Art Revision, die nur noch das vom Amtsgericht getroffene Gutachten auf Rechts, also das vom Amtsgericht getroffene Ergebnis auf Rechtsfehler überprüft. Die Tatsachengrundlagen werden nicht erneut überprüft. Darüber habe ich jetzt gerade aber gar nicht gesprochen. Ich habe ja über die Anfertigung des Erstgutachtens gesprochen und die findet beim Betreuungsgericht statt. Also in der Regel beim Amtsgericht und dort ist eben auch der örtlich zugelassene Anwalt für Sie tätig. Sie haben recht, beim BGH gibt es besondere Anwälte, Rechtsanwälte beim BGH. Ja, das sind Kollegen, die langjährige Erfahrung haben, aber die eben auch nur noch mit Rechtsfragen beschäftigt sind und nicht mehr mit tatsächlichen Problemen. Unser jetziges Problem spielt aber auf der Tatsachenebene. Die Frage der Auswahl des Psychiaters kann aber durchaus eine Rechtsfrage sein, wenn ich feststelle, dass zum Beispiel die Voraussetzungen, die der Arzt als solcher, um als Gutachter tätig sein zu dürfen, die das Gesetz aufstellt, gar nicht erfüllt. Dann wird aus der alleinigen Frage, wird aus der alleinigen Frage der Qualifikation des Arztes eine Rechtsfrage. Insofern ja, können sich manchmal Tatsachen und Rechtsfragen ein bisschen mengen, aber ich muss die tatsächliche Problematik an einer Rechtsfrage aufhängen. Aber sehr, sehr kompliziertes Thema. Ich hoffe, es hat Ihre Frage so ein bisschen beantwortet. Bitte. Also ich
viele hier haben wenig Geld, darum sind wir auch hier. Und wollte ich jetzt nochmal fragen, Sie haben ja eben auch gesagt, wenn man eine freiwillige Betreuung macht und das von einem Rechtsanwalt machen lassen würde, müsste man den Rechtsanwalt, seinen Rechtsanwalt erhalten. Aber meine Frage ist jetzt, es gibt doch die Möglichkeit beim Amtsgericht, da so eine Förderung oder Hilfe zu kriegen, dass man einen Rechtsanwalt anstellen kann für sich, kann man das erstens für diesen Fall der freiwilligen Betreuung und zweitens für den Fall, dass ich dieses Gutachten, wo Sie jetzt sagten, gerade worüber wir gerade waren, kann ich das für diese Fälle auch benutzen? Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe sind die staatlichen Fördermittel, die Sie in Anspruch nehmen können, wenn Sie einen Prozess vorbereiten bzw. durchführen wollen. Im außergerichtlichen Bereich nennt sich das Beratungshilfe, ist daran gekoppelt, dass Sie die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht haben, um einen Anwalt selber bezahlen zu können. Die erhalten Sie aber nur für Rechtsberatung. Ja, das heißt, also Beratungshilfe können Sie nicht für Betreuungsmaßnahmen in Anspruch nehmen. Aber Sie haben doch gesagt, Betreuungsmaßnahmen sind Rechtsfürsorge. Nein, Vorsicht. Ich glaube, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Wenn Sie zu mir als Anwalt kommen, um zu sagen, ich habe mit meinem Betreuer oder mit meiner Betreuung ein Rechtsproblem, helfen Sie mir, dann werde ich anwaltlich rechtsberatend tätig. Wenn Sie zu mir kommen würden, und dann können Sie Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe nehmen. Wenn Sie zu mir kommen und sagen, ich brauche jemanden, der mir bei meinem Alltag hilft, also die Tätigkeiten eines Betreuers wahrnimmt, dann ist das ja keine Rechtsberatung, sondern Betreuertätigkeit. Und da muss ich ja sagen, da sind Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe natürlich nicht einschlägig, sondern da ist dann die Frage, können Sie das, wenn Sie das persönlich, freiwillig, privat organisieren, auch so bezahlen? Oder müsste man unter Umständen sagen, man muss gucken, ob es irgendwelche Fördermittel gibt, oder ob man unter Umständen doch sagt, man macht ein Betreuungsverfahren und guckt, ob man einen von Betreuer erhalten kann, mit dem man selber dann klarkommt. Das hat aber nichts mit der ursprünglichen Arbeitstätigkeit zu tun. Ich sage nur, es gibt Anwälte, die quasi hauptberuflich als Betreuer tätig sind. Das ist dann aber keine anwaltliche Tätigkeit, sondern Betreuertätigkeit. Aber ich kann nicht dem Gericht sagen, ich möchte gerne ein Betreuungsverfahren und ich möchte den als Betreuer bitte haben. Das können Sie vorschlagen. Das kann ich das ist, ja, das können Sie vorschlagen. Das ist eine sogenannte Betreuungsverfügung. Ja, die sagt, wenn für mich eine Betreuung eingerichtet wird, dann hätte ich gerne diese oder diese oder diese Person als Betreuer und auf keinen Fall diese oder diese oder diese Person als Betreuer. Das können Sie machen. Und die Gerichte bemühen sich, wenn denn dann kein Zweifel an der Eignung dieser vorgeschlagenen Person besteht, diese Person auch einzusetzen. Ja? Und wenn ich jetzt, ich habe jetzt diese Entmündigung und ich möchte gern, und mein Betreuer braucht Scheiße mit meinem Geld. Ja. Und ich möchte gern jetzt Beratungshilfe, Beratungskostenhilfe beantragen. Ich bin ja dann entmündigt. Da kann ich auch keine Rechtsgeschäfte, ich kriege doch dann keine Beratungshilfe. Doch, kriege ich doch. Sie bleiben verfahrensfähig. Das ist ganz wichtig, da werden wir im zweiten Teil noch zu kommen. Ich bezweifle, dass wir da hinkommen, aber das ist tatsächlich so, dass Sie, gerade wenn es um die Bekämpfung des Einwilligungsvorbehalts geht, das ist elementarst wichtig, bleiben Sie voll verfahrensfähig. Das heißt, Sie können Anträge stellen, das ist ganz wichtig. Ja, und das wäre ja sonst ein leichtes, dass der Anwalt, der Betreuer, der einen Einwilligungsvorbehalt vertritt, der kann ja jeden Vertrag zu Fall bringen. Das heißt, Sie gehen zum Anwalt und sagen, hilf mir. Das ist ja Vertragsschluss. Ich als Anwalt sage, klar, komm, ich mache das. 2 Minuten später kriege ich einen Anruf vom Betreuer, der Vertrag wird nicht genehmigt. Rums wäre ich raus. Ja? Dem schiebt das Gericht einen Riegel vor und sagt, nein. Wenn es um die Bekämpfung des Einwilligungsvorbehaltes geht, also um die Einigung von Rechtsmitteln dagegen, bleiben Sie verfahrensfähig, Sie können Anträge stellen und Sie können sich auch der Hilfe eines Anwaltes versichern. Da kann, in diese Stelle kann der Betreuer nicht rein. Das ist wichtig. Das ist wichtig, ja.
Eine Frage, wenn ich jetzt einen Job weiß, dass ich ein Betreuungsverfahren kriege. Ja. Und dann zum Anwalt gehe, um mir da Hilfe zu holen. Ja. Ist das schon Prozesskosten? Nein. Nein, das ist, wenn Sie erst einmal, also wenn Sie wissen, Sie bekommen ein Verfahren, dann haben Sie aber kein Verfahren. Ja, also Sie bekommen ja erst eins. Dann ist das Beratungshilfe. Sie können auch jederzeit sagen, ich will mich erst einmal überhaupt orientieren, was für Aussichten auf Erfolg ich hätte. Und dann können Sie Beratungshilfe in Anspruch nehmen. Jetzt sind allerdings tatsächlich die Voraussetzungen für Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe fast identisch. Ja? Das Einzige, was ist bei Prozesskostenhilfe, da gibt es die Voraussetzung, dass man sagt, die Prozessführung darf nicht willkürlich sein, das heißt, sie muss eine gewisse Aussicht auf Erfolg haben. Das fehlt natürlich in der Beratungshilfe. Wenn ich erstmal überhaupt einen Überblick haben möchte, was ist los, worum geht es, was kann ich machen, dann ist da ja nicht in Frage, nee, eine Frage, eine Erfolgsaussicht dran gekommen. Ich meine nur, als wenn ich jetzt angenommen, ich will jetzt sagen, mit dem Richter, wenn ich dem Rechtsanwalt sagen, den und den Psychiater will ich nicht haben. Ja. Kann ich dafür dann Beratung bekommen? Dafür könnten Sie dann noch, wenn das Verfahren noch nicht angefangen hat, Beratungshilfe bekommen. Ja. Das ist tatsächlich ein Problem, wenn das Verfahren schon angefangen hat. Sie wollen tatsächlich nur eine Auskunft haben, dann kriegen Sie keine Beratungshilfe mehr. Ja? Da müssen Sie dann eine Lösung mit dem Anwalt finden. Also tatsächlich, ich mache das im Büro so, dass ich dann sage, ich berate Sie dann im Prinzip, wenn ich keine Vertretung übernehmen soll, zu den Bedingungen für Beratungshilfe. Ja? Weil ich habe mich ja einmal, dann, wenn ich mich dem Staat gegenüber einverstanden erkläre, zu sagen, ich mache das für diese verminderten Sätze, man muss immer dazu wissen, das ist auch ein blödes Wort, aber ein Sonderopfer für den Anwalt, weil ich also unwesentlich oder wesentlich weniger Geld für die gleiche Leistung erhalte. Der Staat ist immer der Meinung, wenn Papa Staat das bezahlt, dann ist das alles auf einmal viel, viel billiger, ja, als wenn das die Privatperson bezahlt. Und deswegen gibt es eben auch durchaus Anwälte, die sagen, das tut mir jetzt unheimlich leid, aber ich kann Sie in dieser Sache nicht beraten, weil wenn ich jetzt mit Ihnen eine Stunde hier sitze, da verdiene ich 30 Euro. Ich habe aber Miete und ich habe zwei Sekretärinnen, die wollen am Monatsende bezahlt werden. Ja? Und wenn ich den Auftrag von der Firma annehme, kriege ich für die Stunde 5.000 Euro und dann kann ich mein Büro diesen Monat bezahlen. Ja? Das ist das, was dahinter steht. Das hat manche Anwälte dann so ein bisschen, ich sag mal, unglücklich gucken und sagen, kommen Sie bitte in 3 Wochen, dann habe ich Zeit frei, während der Kollege, der 5.000 Euro hinlegen kann, 2 Stunden später einen Termin bekommt. Ja, kann ich. Ja? Da geht es nicht um Bitte. Bitte sehr. Für den Betreuer? Ja. Ja. Soll man den Betreuer nicht haben oder kann man den dann abschaffen, erwähnt, wenn man dann allein fertig ist? Nein. Das wäre die nächste Folie. Wenn wir sagen, Betreuung ist daran gekoppelt, ob ein freier Wille vorliegt oder nicht, dann bedeutet das, dass ich auf eine Betreuung nicht verzichten kann, wenn ich keinen freien Willen bilden kann. Deswegen kommt es so auf diesen Begriff an. Der Gesetzgeber sagt, wenn in dem Verfahren festgestellt wird, es fehlt an der Fähigkeit zur freien Willensbildung. Das klingt immer so doof, ne? Aber ich mache, um das mal als Beispiel klar zu machen. Stellen Sie sich vor, da ist jemand, der ist der festen Überzeugung, sein Essen würde vergiftet. Und deswegen nimmt er keine Nahrung mehr zu sich. So. Das ist lebensbedrohlich. Wäre diese Überzeugung, dass das Essen vergiftet ist, nicht vorhanden, würde er essen oder sie. Ja? Und jetzt ist es natürlich so, dass man dann, zumindest nach Überzeugung des Gesetzgebers, mit Fug und Recht an der Stelle sagen darf, du hast keinen freien Willen, wenn du dir einbildest, dein Essen wäre vergiftet und deswegen nicht isst. Das, wenn ihr natürlich 50 andere Gründe habt, zu sagen, nein, mein Essen ist nicht vergiftet, ich lehne einfach Nahrungsaufnahme ab. Ja? Auch dann ist es so, so einen Fall habe ich tatsächlich leider schon mal erlebt, dass jemand gesagt hat, ich brauche nicht zu essen. Und dann hat er aufgehört zu essen. So. Und dann konnte man dem zusehen, wie der immer dünner. Ja? Und dann kommen wir zu einer Stelle, wo irgendwann jemand sagt, hier wird eine Betreuung eingerichtet.
Und dann gibt es einen Betreuer für Gesundheitsfürsorge. Und dieser Betreuer macht dann irgendwann, stellt er einen ganz fürchterlichen Antrag, nämlich den der Zwangsernährung. Ja? Und dann wird diese Person, die sich nicht mehr dazu entscheidet, dann zu essen, in ein Krankenhaus gebracht. Da wird dann das Vorsorgegericht, also das Betreuungsgericht eingeschaltet und so weiter und so fort. Ja? Aber letztendlich gibt es dann Nahrung durch den Schlauch. Und zwar so lange, bis die lebensgefährliche Situation vorbei ist. Und danach muss man sich dann überlegen, kann man jetzt an dieser Vorstellung, das Essen sei vergiftet oder man müsste keine Nahrung mehr aufnehmen, noch irgendwas machen. Und dafür brauchen wir dann einen Psychiater. So, das einmal oben und dann einmal links. Bitte. Eine kurze Frage. Und zwar habe ich einen Fall, da ist jemand, der kann seinen freien Willen nur unter bestimmten Leuten äußern. Ja. Anders hätte er ihn aus Angstgründen zurück, zum Beispiel gesagt, ich möchte nicht, dass ich mit dem am Tisch sitze oder so, ich möchte nicht mit dem Tisch sitzen. Oder ich möchte jetzt nicht mit dem was einkaufen gehen, aber der kann das nur unter bestimmten Voraussetzungen. Dann ist das ein freier Wille oder ist das ein eingeschränkter Freier? Also nein, das ist ein freier Wille, er kann ihn ja bilden, er kann ihn nur nicht äußern. Aber deswegen hat er dann Betreuer. Ja, jetzt müsste man an dieser Stelle tatsächlich mal überlegen, sind diese Personen, die den Willen wahrnehmen können, sind die vom Gericht angehört worden? Die müssten nämlich angehört werden, aber dafür müsste das Gericht das wissen. Das heißt, das wäre jetzt die Stelle, wo man unter Umständen dem Amtsgericht einen Antrag zukommen lässt, indem man sagt, so, wir stellen mal einen Antrag auf Aufhebung der Betreuung und Hinzuziehung folgender Personen zur Anhörung. Ja? Und dazu ist das Gericht verpflichtet. Das Gericht muss benannte Personen, die an der Anhörung, Vertrauenspersonen, die an der Anhörung teilnehmen sollen, anhören. Das werden die auch tun. Ja? Aber es ist ja so, die Leute werden ja auch bearbeitet zum Teil. Bearbeitet von den Hausbetreuern, von den Wechselbetreuern. Ja, das geht natürlich nicht. Ja, die werden dann immer zusammen bearbeitet. Ist halt zum Beispiel, Arztwechsel. Da ist jemand jahrelang bei seinem Hausarzt gewesen, auf einmal ist der Hausbetreuer der Meinung, der Arzt ist nicht gut für mich. So. Damit derjenige, der stimmt aber nur zu, weil damit er mit der Ruhe ist. Und der ist zu schwach, da sich auszudrücken, dass er das gar nicht, dass er bei dem Hausarzt bleiben will. Ja. Dann wird das im anderen Hausarzt drauf geachtet, will aber gar nicht hin, lässt es aber nur unter bestimmten Leuten. Ja. Und der Betreuer achtet, also der stimmt immer, solange diese Ärzte auch vorhin gehen sollen. Das widerspricht dem freien Arzt. Nee, dem Autonomieprinzip. Ja? Die Betreuung ist daran auszurichten, dass der Betreute sein Leben möglichst selbstbestimmt leben soll. Und wenn der Betreuer das so nicht akzeptiert, ist ein Betreuerwechsel zu beantragen. Okay, ganz klar. Dankeschön. Also, ne, das. Achso, Entschuldigung, bitte. Das ist jetzt die Frage, also wenn der Leben eine Zwangsernährung wird, wie wird er dann auch. Kann passieren. Wobei die Zwangsfixierung eine freiheitsentziehende Maßnahme ist, die ist wieder besonders genehmigungspflichtig. Ja, ja, aber klar, Zwangsernährung tut weh, ja, da wird ein Schlauch eingeführt, ja, und dann gibt es Essen durch den Schlauch und da kann unter Umständen eine kurzfristige Fixierung erforderlich sein. Das ist aber wirklich nur unter allerverschärftesten Bedingungen möglich. Und da müssen auch zahlreiche, wie gesagt, da muss das Betreuungsgericht muss da auch zustimmen. Das kann der Betreuer selber nicht. Und auch der Arzt alleine kann das nicht. Da muss das Betreuungsgericht sagen, mach das. Ja, bitte. Ja, ich wollte an Betreuung raten, weil es mir sehr, sehr schlecht ging. Ich habe einen Rechtsanwalt meiner Wahl bekommen, ja, den ich schon kannte. Der Richter hat aber die Betreuung auf 8 Jahre festgelegt. Das kann er eigentlich nicht, denn nach 7 Jahren ist die Betreuung spätestens erneut zu überprüfen. Aha. Das ist also der längste Zeitraum. Ja. Und das ist meine Frage, wenn ich jetzt nach 3, 4 Jahren sage, ich bin also auch in einem Wohnheim für psychisch Kranke eingezogen, weil ich wirklich so schlimme Stimmen gehört habe, und auch überzeugt bin, dass das Geheimdienste sind, die auch nicht einwirken. Ich konnte aber mein Haushalt und all das nicht mehr in Ordnung halten. Jetzt die Betreuung, kann ich nach 3, 4 Jahren auch beantragen, einfach nur, dass die Betreuung aufgehoben wird? Können Sie quasi jederzeit. Sie können jederzeit einen Antrag stellen, die Betreuung aufheben zu lassen. Das Problem ist die Begründung. Ja, man kann natürlich nicht heute sagen, aufheben, dann sagt das Gericht nein, und dann morgen wieder sagen, aufheben, das Gericht sagt immer noch nein, weil ich dem Gericht ja nichts Neues mitteilen kann. Aber wenn Sie jetzt sagen, es hat sich in den letzten 3, 4 Jahren hat sich was geändert,
dann ist das ja eine Sache, die man dem Gericht vortragen kann. Das rechtfertigt einen Antrag, klar, jederzeit. Ja? Die Betreuung ist ja, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass sie nicht mehr erforderlich ist, unverzüglich aufzuheben. Ja? Denn es ist ja immer wieder, Achtung, staatliche Rechtsfürsorge. Und da, wo Fürsorge nicht erforderlich ist, darf Fürsorge auch nicht aufgezwungen werden. Ja? Es ist eine Frage, ob der Gutachter, der dann kommt, unter Umständen zu dem gleichen Ergebnis kommen würde. Ja? Aber wichtig ist, die Gerichte sind, wenn die zum Positiven von der gutachterlichen Stellungnahme abweichen wollen, nicht an den Gutachter gebunden. Das heißt, also wenn der Gutachter sagt, ich habe letztes Jahr mit dem Verfahren im Wuppertal sowas gehabt, da hat der Gutachter gesagt, nein, schwere Zwangsstörung muss auf jeden Fall. Dann haben wir eine Anhörung gehabt und dann hat der Richter hinterher gesagt, Sie sind so vernünftig, wenn Sie das hier nicht mehr wollen, wenn Sie sagen, Sie kriegen das alleine hin, dann nehmen wir diese Betreuung jetzt auf. Und dann hat er die im Termin sofort beendet. Ja? Das heißt, also, wenn Sie sagen, begründet sagen können, das ist immer das Wichtige, begründet sagen können, diese Umstände sprechen für mich dafür, dass das so nicht mehr erforderlich ist, dann können Sie einen Antrag einreichen. Ja? Und Sie brauchen dafür keinen Anwalt, Sie können das auch selber machen, weil Sie verfahrensfähig sind, und zwar immer. Bitte. Ja, den Antrag stellen, dass Sie den Betreuer nicht mehr brauchen, können Sie auf jeden Fall. Bitte? An das Betreuungsgericht. Wenn Sie Betreuung aufgehoben haben wollen, einen Betreuer wechseln wollen, ist immer das Betreuungsgericht zuständig. Also das Gericht, das die Betreuung angeordnet hat, beziehungsweise das Gericht, in dessen Bezirk Sie wohnen. Ja? Betreuungsgericht ist ein Familiengericht. Da schreiben Sie einfach einen Brief ans Amtsgericht in Betreuungssachen mit dem entsprechenden Antrag. Also jetzt weiß ich die Reihenfolge nicht, ich fange mal oben rechts an, bitte. Haben Sie eine Ahnung, wie da der Zusammenhang von Betreuung oder von dem Status behindert sein und der Verweigerung des Wahlrechts? Ganz ehrlich gesagt, höchstens bedingt. Also, da sind ja jetzt zwei Dinge. Wenn Sie eine psychische Beeinträchtigung, psychische Krankheit haben, die mit einer Behinderung, mit einer körperlichen Behinderung gleichzusetzen wäre. Ja, oder in unserem Fall mit sogenannten psychischen Behinderungen. Ja, die können natürlich, wenn die wieder den Grad erreichen, dass man sagt, hier ist also eine freie Willensbildung nicht möglich, dann kann das bedeuten, dass das Wahlrecht nicht ausgeübt werden kann, faktisch. Ja. Ich kann Ihnen jetzt aber nicht sagen, ehrlich nicht sagen, ob das in irgendeiner Form vorher formell aberkannt werden muss, wovon ich ausgehen würde. Wir reden hier ja vom Grundrecht. Ja? Da müsste also festgestellt werden, dass das nicht ausgeübt werden kann und dann müssen wir auch feststellen, dass es jetzt wieder ausgeübt werden kann. Denn nur ohne weiteres hin, um das Wahlrecht zu ziehen, ist ja nicht möglich. Ja? Das Prozedere dazu, muss ich Ihnen aber ganz ehrlich sagen, kann ich Ihnen nichts zu sagen. Nein. Ist ja eigentlich der Fall auch, wenn eine Person in die geschlossene Ferne kommt, dann ja. Überhaupt keine Rechte mehr. Ja, das ist natürlich so, weil Sie die zum Teil, also nein, das stimmt nicht, Sie haben nicht überhaupt keine Rechte mehr. Im Gegenteil. Ja, aber auch in der geschlossenen Abteilung nehmen Sie Ihre Rechte erstmal alle mit. Das Problem ist ja. Das Problem ist ja, bestimmte Rechte, also natürlich, durch die Unterbringung verlieren Sie das Recht auf Freiheit. Ja. Das ist der Unterbringung immanent. Sie verlieren natürlich auch faktisch zum Beispiel Wahlrechte, weil Sie können jetzt nicht rausgehen und sagen, ich würde gerne in 3 Wochen, wenn Sie zu viel untergebracht sind zu der Zeit, heute abstimmen gehen. Ja, gut, aber wenn ich keine Briefwahl machen. Ja, dann wäre immer noch die Frage, ob man eine Briefwahl machen kann, genau. Ja. Und Sie haben natürlich weiterhin das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Sie dürfen keinen medizinischen Untersuchungen unterzogen werden, denen Sie nicht zugestimmt haben, sofern es keine gesetzliche Anordnung gibt. Da kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu. Medizinische ja? Untersuchung, ist das auch Blutabnahme? Ja, das ist auch eine Blutabnahme, die müsste, also jetzt auch da bitte, auf einem ganz einfachen Level. Wenn ich ins Krankenhaus gehe, kommt quasi jeden Morgen ein Arzt und nimmt mir Blut ab. Jedes Mal, wenn ich mich dann hinsetze und sage, mein Gott, schon wieder, und sage, ja, und ich sage, hier, mach doch mal schnell, dann willige ich ein. Ja?
Die Frage, ob Sie zwangsweise dazu verpflichtet werden können, eine medizinische Untersuchung über sich ergehen zu lassen, hängt mit Ihrer Einwilligungsfähigkeit zusammen. Das ist wieder so ein Begriff. Wir müssen also, wir merken viele, viele verschiedene Bedingungen. Oder man sagt, man kann ja auch einem Kind, das kann man vielleicht an dem Level klar machen, ein Kind fragen, darf ich mal deinen Arm sehen, wenn das Kind sich den Daumen gebrochen hat? Und das Kind kann in diese einfache Frage einwilligen, weil es versteht, was der Arzt will. Das ist der Horizont, den Sie sich für eine Einwilligungsfähigkeit vorstellen müssen. Kann der Patient erkennen, was der Arzt von ihm möchte und was diese Behandlung für ihn bedeutet? Solange das möglich ist, muss der Patient selber einwilligen. Ja, ja. Ich war noch dran. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Arzt, ja, muss im Gespräch feststellen, ob ich einen freien Willen habe. Das ist ja auch eine ärztliche Untersuchung. Ja, das ist aber nicht die Aufgabe. Wenn ich aber das ablehne, mit ihm zu sprechen, ja. Und er nicht feststellen kann, ob ich einen freien Willen habe, kann er mir dann unterstellen, ich hätte keinen freien Willen. Nein, der Arzt im Krankenhaus soll das auch nicht feststellen. Der Arzt, das ist nicht die Aufgabe des Arztes im Krankenhaus in der Heilbehandlungssituation, sondern das ist die Aufgabe des Psychiaters. Das ist die Aufgabe des Psychiaters in der Untersuchungssituation für die Frage, wird Betreuung angeordnet oder nicht. So. Der hat dafür diesen speziellen Auftrag, stellen Sie das fest. Ja? Der Arzt im Krankenhaus, ich gehe jetzt mal von dem Fall aus, Sie gehen selber in ein Krankenhaus und sagen, hier, ich bin krank, behandle mich. Dann können Sie darin einwilligen. Manchmal fehlt diese Fähigkeit. Ja? Weil man zum Beispiel der Überzeugung ist, wieder, dass im Krankenhaus mit einem Experimente durchgeführt werden. Und dann kommen wir wieder zu der Frage, ich sehe Sie, fehlt ja gleich der Arm ab, eine Sekunde bitte. Und wenn jetzt diese Fähigkeit angezweifelt wird, dann muss für die Frage der Gesundheitsfürsorge ein neuer Betreuer bestellt werden, wenn der bisherige Betreuer diesen Aufgabenkreis nicht hat. Und dieser Betreuer, wenn der den Aufgabenkreis Gesundheitsfürsorge kriegt, der kann dann unter Umständen für den Betreuten, denn er vertritt den Betreuten, ja, Willenserklärung nachgeben. Bis zu einem bestimmten Grad geht das auch in Heilbehandlung. Ab einer bestimmten Schwere für die Heilbehandlung muss wieder das Gericht beteiligt werden. Sonst funktioniert das nicht. Ja? So, und dann ist immer noch die Frage, und das hat dann aber nichts mehr mit Betreuung zu tun. Wie ist das in der Situation einer Einlieferung nach Psych-KG oder im 63er-Bereich oder Ähnlichem? Da geht es aber um die Frage der Bekämpfung von Tendenzen zur Fremd- oder Selbstgefährdung. Ja? Jahre, nee, das, ja, 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 klar, also im Ursprung, ja, ja, klar, im Ursprung, ja, mit Modifikationen, aber der Gesetzgeber hat dadurch, dass er es nicht abgeschafft hat, ja gesagt, wir wollen das fortgelten lassen. Ja, so, und auch hier ist wieder die Frage, wenn es nur um mich selber geht, wie weit darf ich für mich bestimmen, dass ich mir selbst wehtun möchte oder meinem Leben ein Ende bereiten möchte? Ja, und auch hier kommt dann wieder die Frage mit dem freien Willen. So, jetzt fällt Ihnen der Arm. Bitte sehr. Ja, genau. Ich hatte die Situation mit 18, dass ich Streitigkeiten, ich weiß nicht, ob das zu viel ist, das jetzt zu erzählen. Eventuell. Wenn es ganz abkürzt, Moment, guck mal eben. Kurz, ja, aber bitte. Ja, das ist schon echt, ich rede fast eine Stunde. Ach, und ich bin auch vor dir zwei von 40. Wenn ich sagen wir mal, ich hatte das mit 18, dass meine leiblichen Eltern hatten Probleme damit, dass ich keine Lehre gemacht habe. Haben wir einen Termin mit einem sozialpsychiatrischen Dienst vereinbart und haben einen Hausbesuch vereinbart mit dem Arzt des Sozialpsychiater des sozialpsychiatrischen Dienstes und ich habe ihn angemotzt, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich habe sie nicht bestellt. Gut, hier, sehen Sie, dass Sie wegkommen. Mhm. Und dafür hat er sich gerecht. Mhm. Mit einem psychiatrischen Gutachten, mhm. mit chronischer Schizophrenie, Einwilligungsunfähigkeit. Meine Mutter hat daraufhin sich als rechtliche Betreuerin eingesetzt lassen, um mich nach Betreuungsrecht
unterbringen lassen. Ja. Und wer in so einer Situation, wer sagt dann, dass ich keinen freien Willen habe? Das wurde mir ja unterstellt. Ich bin dann zwar. Das sagt dieser Psychiater, der das Gutachten für das Gericht erstattet hat. Ja. Wenn Sie, jetzt ist natürlich so, wenn da ein, normalerweise müsste dieser Gutachter im Betreuungsverfahren bestellt werden. Zumindest ist das mittlerweile so. Das heißt also, wenn es einen Hinweis, einen ärztlichen Hinweis darauf gibt zu sagen, hier ist jemand unter Umständen betreuungsbedürftig, dann wird das so dem Betreuungsgericht mitgeteilt. Und dann muss dieses Betreuungsgericht förmlich ein Betreuungsverfahren einleiten und sagen, wir bestellen jetzt Herrn XY zum Gutachter. Der meldet sich dann bei Ihnen und sagt, guten Tag, ich bin der Gutachter vom Gericht, ich würde Sie gerne mal untersuchen. Und dann sagen Sie, das möchte ich nicht. Und das ist Ihr gutes Recht. Das hat aber auch eine Konsequenz. Denn jetzt kann unter Umständen Ihre Einweisung zur Beobachtung erfolgen. Das heißt jetzt, der Gutachter kann Sie ja nicht gegen Ihren Willen persönlich untersuchen. Wenn Sie sagen, ich mache nicht mit, ich sage nichts, fehlt dem jede Grundlage zur... Bitte. Kurz noch weiter. Wie kann festgestellt werden, ob ich überhaupt einwilligungsfähig bin? Wie schütze ich mich vor Willkür, dass irgendwie einwilligungsfähig bin? Wenn ich Ihnen die Frage beantworten kann, dann melde ich mich nochmal. Ja, was vor Willkür schützt zu einem gewissen Grad ist Form. Ja, es gab mal einen großen deutschen Juristen, hat gesagt, die Form ist der natürliche Feind der Willkür. Das heißt, überall dort, wo ich mich an bestimmte Förmlichkeiten halten muss, ist das der beste Schutz, den ich vor Willkür haben kann. Soll ich mich als Betroffener dran halten oder Es müssen sich alle dran halten. Sie können aber keinen absoluten Schutz davor verlangen, dass es einer der Beteiligten nicht tut. Das ist einfach ein praktisches Dilemma. Ja, ich kann Ihnen nicht mehr anbieten im Moment als die gesetzliche Regelung. Und dass es dann Leute gibt, die sagen, die interessiert mich nicht, ja, ist leider Fakt. Und da muss man eben gucken, wie kann man damit umgehen. Aber das ist ja eigentlich das Thema des Vortrages heute zu sagen, das wäre die Möglichkeit, um dem nahe zu rücken. Bitte, um eine Sache bitte im Verständnis. Recht und Gerechtigkeit, diesen dummen Spruch kennen Sie, das hat nichts miteinander zu tun. Ja? So. Ich kann Recht haben. Und das kann ungerecht sein. Oder ich kann kein Recht haben und das kann ungerecht sein. Und manchmal kann ich durch alle Schutzmechanismen durchfallen und dann muss ich gucken, wie ich mich da wieder raushangeln kann. Das Gesetz versucht, Möglichkeiten dafür auszuzeigen, im Spannungsverhältnis zu der angenommenen Verpflichtung, staatliche Hilfe aufzuobstruieren. Ja? Bitte sehr. Die Patientenverfügung, die ich von Ihnen runtergeladen habe, ausgefüllt habe und mit sämtlichen Stempeln von Ärzten, die ich bekommen habe, Neurologen, Psychiater, Hausärzten und so weiter, kann die mich dann nicht verschützen? Nein. Habe ich das gemacht? Nein. Diese Patientenverfügung kann Sie zu einem gewissen Grad schützen. Aber das gleiche Gesetz, kommen wir gleich zu, das in dem Paragraph 1901a sagt, Sie können Patientenverfügung aufsetzen, sagt Ihnen im Paragraph 1896, Sie müssen sich untersuchen lassen. So. Wie? Da muss ich mich doch untersuchen lassen? Ja, beziehungsweise sagt, Sie müssen, Sie sagt nicht, mein Fehler, sagt nicht, Sie müssen sich untersuchen lassen, sondern sagt, Sie müssen untersucht werden. Ja? Ja. Voraussetzung für die Anordnung einer Betreuung ist doch die Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens. Sagt das Gesetz doch selbst. Gleichzeitig sagt Ihnen das Gesetz, Sie können in einer Patientenverfügung verfügen, dass bestimmte ärztliche Maßnahmen nicht durchgeführt werden dürfen. Genau. So. Dazu gehört die Untersuchung. Ja, Sie müssen ja nicht mitmachen. Eben. Aber nochmal, weil das Gesetz selber sagt, es muss ein psychiatrisches Gutachten erstellt werden, sagt das Gesetz an anderer Stelle, wenn Sie nicht mitmachen, werden Sie zwangsuntergebracht. Und zwar zum Zweck der Beobachtung. Aber nicht nach PsychKG, oder? Nein, nicht nach PsychKG, nach Betreuungsrecht. Okay. Ja, dann sagt der Betreuer so, alles klar, komm mal her, geh mal 3 Wochen in der LBL-Klinik und dann kommt der Psychiater und guckt sich dein Verhalten an. Und dann erstellt die Klinik einen Bericht über dein Verhalten in bestimmten Situationen. Und dann erstattet der Gutachter sein Gutachten auf Basis der Beobachtung. Ohne Anamnese. Ja? Und erstattet dann ein Betreuungsgutachten. Das ist die Konsequenz. Das Gesetz sagt, ich gehe nochmal eben zurück,
Das war von Amts wegen für einen Betreuer, der Ertrag kann, das muss ich mal eben gucken. Achso, pardon, Moment. Das ist falsch richtig. So, das ist jetzt dieses Ding vorhin zum Freien. Ich überspringe die jetzt mal eben. Und guck mal, da haben wir die Sache zur Patienten. Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger. Da fängt schon an. Ein einwilligungsfähiger Volljähriger. In dem Moment, wo Betreuung bestellt ist, ist festgestellt worden, im Betrag der Betreuung liegt keine Einwilligungsfähigkeit vor. Schriftlich festgelegt, ob er bestimmte zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchung seines Gesundheitszustandes halber oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sind untersagt, sogenannte Patientenverfügung, prüft der Betreuer, ob diese Festlegung auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer den Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden. Liegt keine Patientenverfügung vor und so weiter und so fort. Also das Gesetz sagt, wenn sie einwilligungsfähig sind, können sie bestimmte ärztliche Maßnahmen untersagen. Aber die Frage, ob sie einwilligungsfähig sind, habe ich ja feststellen lassen, durch Psychiater, Neurologen. Zum jetzigen Zeitpunkt, ja. Genau. So, aber die Frage ist doch, was passiert denn, wenn an dieser Prämisse, an dieser Voraussetzung jetzt Zweifel auftreten? Dass ich meinen Willen zu dem Zeitpunkt bekannt gegeben habe, als ich fähig dazu genau. war. Und somit auch, genau. wenn ich nicht mehr dazu fähig bin, die sich daran zu halten haben. Aber es kann nicht die Einführung eines Betreuungsverfahrens verhindern. Weil das gesetzliche Aufgabe ist. Ja, das ist, wenn Sie das gekoppelt haben mit der Vorsorgevollmacht, ist alles gut. Dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Also, Entschuldigung, das ist Vortrag. Können Sie vielleicht keine Fragen mehr zulassen und den Vortrag. kann ich machen. Alles klar, okay. Dann lassen wir uns zurückgehen. Also, wir waren beim Aber angekommen, wenn kein Freiwilliger gebildet werden kann. Es kann aber in notwendigen Betreuung nicht verzichtet werden. Wichtig ist, der Freiwillige ist ein Rechtsbegriff. Das heißt, das Gericht muss sich sachverständig beraten lassen nach § 280 BAMF G. Der Arzt muss für Arzt für Psychiatrie oder die Erfahrung auf dem Bereich der Psychiatrie sein. Die Entscheidung trifft der Richter aber gegebenenfalls auch gegen den Rat des Arztes. Das ist zumindest dann der Fall, wenn der Arzt für den Betroffenen positiv abweichen will. Hat der BGH 2011 irgendwann entschieden, hat gesagt, wenn der Psychiater sagt, müsste eine Betreuung eingerichtet werden und der Richter sagt nach einer persönlichen Anhörung, glaube ich nicht, dann kann der Richter von dieser Empfehlung des Arztes abweichen. Zum Begriff des freien Willens sagt der Richter, sagt das Gericht, die Prüfung, ob ein freier Wille entgegensteht, ist auch dann vorzunehmen, wenn die Betreuung für den Betroffenen objektiv vorteilhaft wäre, denn jeder hat das Recht, sein Leben nach seinen freien Willen zu gestalten, soweit die Rechte Dritter oder andere die verfassungsrang ausgestattete Rechtsgüter betroffen sind. Der Begriff der freien Willensbestimmung ist im Kernbereich gleich mit dem der Geschäftsfähigkeit. Die beiden entscheidenden Kriterien sind dabei die Einsichtsfähigkeit des Betroffenen und dessen Fähigkeit nach dieser Einsicht zu handeln. Einsichtsfähigkeit setzt die Fähigkeit des Betroffenen voraus, im Grundsatz die für und wider an betroffenen Bestellungen entsprechend die Gewissenspunkte zu erkennen und gegeneinander abzuwägen. Ja, und dann eben entsprechend zu handeln. Das ist das, was das Gericht unter dem Begriff des freien Willens versteht. Die Fähigkeit zu sehen, brauche ich Hilfe oder nicht, und nach dieser Einsicht entsprechend zu handeln. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Dilemma, das festzustellen. Ja, und mit dieser und natürlich auch eine extrem wichtige Frage, weil mit dieser eben für die nächsten Jahre die entsprechende Entscheidung fällt. Wenn es zu einer Betreuungseinrichtung kommt, dann ist eine natürliche Person ist, wir haben mal, kommt diese Frage von vorhin, wer ist denn eigentlich Betreuer geeignet? Ja, die geeignet in dem richtig bestimmten Aufgaben ist, die Angelegenheit des Betreuten rechtlich zu besorgen und in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlich zu betreuen. Das ist das, was das Gesetz dazu sagt, wie der Betreuer geeignet sein muss, wesentlich mehr gewesen. Stellen wir die Fragen zurück, wenn wir nachher noch ein paar Minuten haben, was gerne machen. Nee, jetzt kann ich nicht, sonst kann man den Vortrag nicht holen. Entschuldigung, aber. Ich will den Vortrag hören, ich bin für den Vortrag gekommen. § 1901 regelt die Prüfung
die Pflichten des Betreuers, die Betreuung fast alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um die Angelegenheiten des Betreuers nach Maßgabe der folgenden Vorschriften rechtlich zu besorgen. Und dann wieder, der Betreuer hat die Angelegenheit des Betreuten so zu besorgen, wie es erstem Wohl entspricht. Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Also auch da, wir hatten vorhin die Frage, wie ist das, wie weit muss Meinung und Willen eigentlich Geltung verschafft werden? Genauso weit. Der Betreuer hat das zu berücksichtigen, hat alles zu tun, dass das so gestaltet wird, wie es der Betreute nach seinen Vorstellungen haben möchte, und soweit das natürlich rechtlich und tatsächlich möglich ist. Ja. In seinem Aufgabenkreis vertritt der Betreuer den Betreuten gerichtlich und außergerichtlich. Da gibt es ein Problem. Denn nicht jede Betreuung in einem bestimmten Kreis hebt die Geschäftsfähigkeit in einem anderen Kreis auf. Ja? Der Betreute wird vertreten, der kann aber weiterhin seinen eigenen Willen haben und der kann auch Wirkung entfalten. Und dann haben wir die Problematik, dass wir zwei sich widerstreitende Interessen haben. Ja, ich habe das selber einmal erlebt, da war ein, kam mir mal dazu, sagte, ich würde gerne eine bestimmte Sache von Ihnen als Anwalt in einer mietrechtlichen Angelegenheit überprüfen lassen. Kam der Betreuer auf uns und sagte, wir sind für Vermögensangelegenheiten, stellen wir widerrufen Ihren Auftrag. Vermögensangelegenheiten sind nicht Mietangelegenheiten. Ja, aber der Anwalt muss bezahlt werden, also sind es Vermögensangelegenheiten. Das ist bis heute nicht geklärt. Da kann ein unendliches Karussell entstehen. Der Betreute beauftragt wirksam, der Betreuer widerruft wirksam. Der Betreuer widerruft den Widerruf und so weiter und so fort. Ja? Und als Anwalt wird Ihnen irgendwann schwindelig. Hier gibt es natürlich eine Lösung, die sich dann aufdrängt. Wenn das Verhalten des Betreuers so diametral entgegengesetzt den Wünschen des Betreuten ist, kann man auf die Idee kommen zu sagen, der Betreuer vertritt nicht mehr die Interessen des Betreuten. Denn der hat mir gegenüber ja einen Willen ziemlich eindeutig geäußert. Und der Betreuer auch in dem anderen Aufgabenkreis ist dazu verpflichtet, diesem Willen Geltung zu verschaffen. Das hätte also darin enden müssen, dass wir den Betreuer hier wechseln wollten. Hätten müssen. Das wollte der Betreuer dann allerdings nicht mehr, deswegen ist dieses Mandat auch immer nicht mehr zustande gekommen. Ja? Ich wollte nur einmal darauf hinweisen, dass also nur weil eine Betreuung in einem bestimmten Bereich entsteht, nicht gesagt werden kann, herzlichen Dank, Sie können jetzt Ihr Leben gar nicht mehr. Das wäre ja genau die Wirkung, die eigentlich der sogenannte Einwilligungsvorbehalt entfalten soll. Bitte, eine letzte. Ja, mein Bruder hat eine Betreuung. Und ich gehe meinen Bruder ab und zu mal besuchen und ich halte es aber psychisch nicht mehr aus, weil er total vermüllt ist. Dann hieß es, da läuft eine Ratte in der Wohnung rum, dann dreht er sich Katzenstreu als letzte Zigarette, weil er keine Zigaretten mehr hat. Und ich spreche den Betreuer über diese Zustände und er beruft sich da immer auf den freien Willen meines Bruders, dass das alles so sein muss. Ja. Das, ob da der Wille noch frei ist, ist die Frage. Ich glaube, ich bin der Überzeugung, er ist nicht mehr fähig, das selber zu regeln. Ja, das nimmt so schlimme Form an, dass er sich selbst gefährdet. Aber es gibt durchaus, was das Bundesverfassungsgericht einmal gesagt hat, ein Recht auf Krankheit. Ja? Das heißt also nicht wir, weil mir die Zustände, in denen jemand lebt, widersprechen, ist eine Betreuung einzurichten. Sondern es ist die Frage zu stellen, ist das tatsächlich dem Willen desjenigen entsprechend? Das ist aber eine ganz, ganz problematische Frage. Lass es jetzt mal so ein bisschen gucken, wenn wir gleich noch Zeit haben, können wir es gerne noch ein bisschen diskutieren. Ja. Okay, ich hatte es angesprochen, bei bestimmten ärztlichen Maßnahmen ist das Betreuungsgericht zu beteiligen. Ja, ist auch eine wichtige Anregung, ich will jetzt im Einzelnen, die wir da auch einmal davon gesprochen haben. 1901c, Vorvormacht. Nach der Patientenverfügung, die zweite extrem wichtige Maßnahme, wer ein Schriftstück besitzt, in dem jemand für den Fall seiner Betreuung Vorschläge zur Auswahl des Betreuers oder Wünsche zur Wahrnehmung der Betreuung geäußert hat, hat es unverzüglich an das Betreuungsgericht abzuliefern, nachdem er von der Einleitung eines Verfahrens und der Bestellung eines Betreuers Kenntnis erlangt hat. Wichtig ist, es gibt ein Vorsorgevollmachtregister.
Da sollte man diese Vorsorgevollmachten anmelden. Momentan sind ca. 3,5 Millionen solche Vorsorgevollmachten im Register angemeldet. Ja, Sie merken, bei 1,2 Millionen Verfahren gibt es ca. 3,5 Millionen Vorsorgevollmachten. Das ist also das Dreifache von dem, übersteigt bei weitem die eigentlichen Betreuungsverfahren. Deswegen hält sich das auch so ein bisschen in Grenzen. Wichtig ist, das ist eine ganz reguläre Willenserklärung, die Geschäftsfähigkeit voraussetzt. Das heißt, die kann nicht mehr erstellt werden, wenn eine Betreuung für einen bestimmten Bereich eingerichtet worden ist. Die Patientenverfügung können Sie unter Umständen auch noch machen, wenn Sie bereits einen Betreuer haben, weil daran ja nur Einwilligungsfähigkeit geknüpft ist. Ja? Also die Frage, kann ich erkennen, welche Konsequenzen ein ärztlicher Eingriff für mich hat. Das ist aber etwas anderes als die Frage, kann ich erkennen, welche weitreichenden Konsequenzen so eine Vorsorgevollmacht hat. Denn die gilt ja von jetzt an unter Umständen Jahre. Praktischer Tipp. Wenn Sie, ich sage mal, im Jahr 2018 eine Vorsorgevollmacht errichten, lassen Sie die nicht bis ins Jahr 2035 ohne Aktualisierung. Denn es ist immer wieder zu fragen, habe ich Ihnen ja vorhin gesagt, wie wäre denn der aktuelle Wille des Patienten heute? Das gilt auch für Patientenverfügung. Ja? Wenn ich als 20-Jähriger sage, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen, weil das ist unwürdig, damit schleuchten und so weiter und so fort. 15 Jahre später habe ich vielleicht Kinder, ja, bin verheiratet und so weiter und so fort. 30 Jahre später habe ich einen schweren Unfall. So. Mit der vielleicht Chance, dass das mal irgendwann besser wird. So, und dann habe ich aber, als ich 20 war und hauptsächlich mich um mich gekümmert habe, mal gesagt, auf keinen Fall lebensverlängernde Maßnahmen. Jetzt wird es ein bisschen schwierig für den Arzt. Weil jetzt muss er ja feststellen, gilt das heute noch? Und deswegen sollten Sie immer dann, wenn Sie, ich glaube, das ist mal Rausschmeißer, wenn Sie zumindest einschneidende Veränderungen in Ihrem Lebensumfeld haben, für eine Aktualisierung der Vorsorgevollmacht und auch der Patientenverfügung sorgen. Das ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung, das muss man dazu sagen. Wenn Sie das nicht machen, bleiben die wirksam. Aber die Frage der Kontrolle, ob das heute noch dem Willen entspricht, die wird ungleich schwerer. Ja? Und das ist ja nicht nur für Sie, es ist ja auch für Ihre Verwandten oder den Betreuer, der damit beauftragt ist, den Willen durchzusetzen und herauszufinden, ob das heute noch so ist, eine unlösbare Aufgabe und ein schweres Dilemma. Wenn ich aber vor einem Jahr gesagt habe, das gilt auch heute noch, trotz all der Umstände, ja, dann ist die Entscheidung doch klar. Ja, und dann ist das auch für Sie die Sicherheit zu sagen, das wird durchgesetzt. Können wir das zurückstellen? Ich würde gerne, ich hoffe, dass wir noch ein paar Minuten haben, aber ich würde gerne zumindest noch dahin kommen, dass wir kurz über die juristischen Seiten mit den Möglichkeiten von Beschwerden und so weiter und so fort sprechen, damit ich Ihnen noch einmal sagen kann, wie man es denn durchsetzt. Ja? Okay. So. Ja, Einwilligungsvorbehalte haben wir ganz kurz vorhin gesagt, das ist die schwerste Form der Betreuung. Ja. Der Einwilligungsvorbehalt, wo man sagt, die Person ist schlichtweg nicht mehr geschäftsfähig und jeder Vertrag, der geschlossen wird, hängt von der Genehmigung des Betreuers ab. Das ist das, was wir früher unter Entmündigung verstanden haben. Und das ist auch heute noch der gleiche Effekt. Vollständig gilt das nicht, sondern das, was man so sagt, die Geschäfte des täglichen Lebens. Also wenn Sie jetzt irgendwie zu Edeka oder zu Aldi gehen und sagen, ich habe mir irgendwie ein paar Bananen gekauft und ein Brot, damit ich morgen mal zu essen habe, dann müssen Sie nicht zum Betreuer rennen und sagen, hier, genehmige es mal. Ja, das ist immer möglich. Aber jede größere Anschaffung hängt von der Genehmigung des Betreuers ab. Und wenn der sagt, ist nicht, das Geschäft ist für dich nachteilhaft, dann ist dieses Geschäft nichtig. Ja, dann haben wir freiheitsentziehende Unterbringung, freiheitsentziehende Maßnahmen, haben wir auch darüber gesprochen, dass das, also wenn es zu solchen Situationen kommt, wo jemand fixiert wird, wo jemand untergebracht wird und so weiter und so fort, ist vom Betreuer die Genehmigung des Betreuungsgerichtes einzuholen. Liegt die nicht vor, ist das ein rechtswidriger Eingriff in die Freiheitsrechte. Und genau das Gleiche gilt für ärztliche Zwangsmaßnahmen, ja, und für die Aufgabe von Mietwohnern. So, dann gibt es die Möglichkeit, dass das Betreuungsgericht die Betreuer zu entlassen hat, und darüber haben wir schon gesprochen, wenn seine Eignung, die Angelegenheit des Betreuers zu besorgen, nicht mehr gewährleistet ist oder ein anderer wichtiger Grund für die Entlassung vorliegt. Da steckt genau das drin, wenn Sie sagen,
Ich komme mit meinem Betreuer nicht klar. Wir können uns nicht unterhalten. Der ist ständig anderer Auffassung. Der verfügt nicht über die Fähigkeit, meinen Willen zu erkennen und dem Geltung zu verschaffen. Dann ist das ein Grund zu sagen, es ist nicht gewährleistet, dass der meine Angelegenheiten betreut. Und das hat dann zur Konsequenz, dass wir sagen müssen, dann ist eben der Antrag zu stellen, diesen Betreuer zu wechseln. Sofern das nicht Anlass dazu ist, zu sagen, Betreuung. Ja, da haben wir Aufhebung oder Änderung, Betreuung und Einwilligungsvorbehalt. Die Betreuung ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen wegfallen. Fallen diese Voraussetzungen für einen Teil der Aufgaben des Betreuers weg, durch dessen Aufgabenkreis einzuschränken. Auch das wieder Ausdruck der Prämisse, die wir ganz am Anfang gehört haben, nämlich zu sagen, es geht darum, ein möglichst autonomes Leben des Betreuten zu ermöglichen oder zu erhalten. Und wenn wir feststellen, bestimmte Fähigkeiten sind wieder erlangt worden oder waren vielleicht nie weg, ja, dann ist das entsprechend anzupassen. Auch das wieder ein Grund, einen Antrag ans Gericht zu stellen, zu sagen, Leute, da hat sich was geändert. Gut. Im Weinslauf, weil wir schon 12.03 Uhr haben, die Voraussetzung des Familien- und Gerichts über die Familien- und freiwillige Gerichtsbarkeit. Wichtig, das hatte ich vorhin gesagt, in Betreuungssachen ist der Betroffene ohne Rücksicht auf seine Geschäftsfähigkeit verfahrensfähig. Ja? Das heißt, er kann Erklärungen abgeben, er kann Anträge stellen und er kann Rechtsmittel einlegen. Sie sind vollständig verfahrensfähig. Unabhängig davon, wie ihre Situation sonst einsteht. Das ging ja sonst. Sie könnten sich gegen keinen Betreuer, gegen keine Verfügung wehren, wenn einmal festgestellt würde, weil sie eine Betreuung haben, haben sie keinen freien Willen. Ja, da wird also eine Fiktion aufgemacht, die gesagt hat, nein, hier nehmen wir ihn vollständig ernst und beim Wort. Das ist natürlich kein Anspruch darauf, dass das Gericht das hinterher genauso sieht wie man selbst, und den hat man ja eh nicht. Ja, wichtig ist nur, dass die Betreuung kein Grund ist, sich gegen die Betreuung nicht wehren zu können. Auch wichtig, die sogenannte Bestellung eines sogenannten Verfahrenspflegers. Das ist so eine Person, die geistert immer so ein bisschen durch die Verfahren durch. Wer oder was ist das? Der Verfahrenspfleger ist im Prinzip eine natürliche Person mit den Rechten eines Rechtsanwaltes, ohne selber Anwalt sein zu müssen. Das Gericht hat die Verpflichtung, einen Verfahrenspfleger in bestimmten Verfahren zu bestellen, zum Beispiel wenn es um den Einwilligungsvorbehalt geht und so weiter und so fort, und der Betroffene selber keinen Anwalt benennt. Ja? Der Verfahrenspfleger hat dabei die Aufgabe, die auch der Anwalt wahrnehmen würde, nämlich sich für die Belange des Betroffenen einseitig einzusetzen. Der ist quasi der Interessenvertreter des Betroffenen. Problem dabei ist, ganz oft kennt der Verfahrenspfleger den Betroffenen überhaupt nicht, sondern nur aus der Akte. Ja? Und man kriegt dann irgendwann, als Betroffener so einen Hinweis, ja, wir haben da so ein Verfahren eröffnet, da haben sie sich nicht zu geäußert, haben auch Verfahrenspfleger bestellt, das ist jetzt der Herr so wie viel, der kommt aus einer anderen Stadt. Ja, und dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Sie haben deswegen jederzeit auch die Möglichkeit zu sagen, danke, ich hätte jetzt gerne meinen Anwalt beigeordnet und dann wird der Verfahrenspfleger ersetzt. Problem ist, ganz oft wird der neue Anwalt nur zu den Bedingungen der Verfahrenspflegschaft eingesetzt. Und die sind gänzlich anders, als die ich als Anwalt bekommen würde. Ja, deswegen gibt es ganz oft Anwälte, die sagen, tut mir leid, wenn da von einem Verfahrenspfleger an Bord ist, mache ich das nicht. Weil ich grundsätzlich keine Verfahrenspflegschaft übernehme. Faktisch wäre die Position des Anwaltes die des Verfahrenspflegers. Dann wäre es ja im Grunde genommen, wenn, sagen wir mal, eine Unterbringung im Raum steht, wäre es ja dann klug, sich einen Anwalt anstatt einen vom Gericht bestellten Verfahrenspfleger, sich einen Anwalt zu nehmen. Es ist immer gut, wenn Sie Ihren eigenen Anwalt haben. Selbstverständlich, weil mit wem wollen Sie denn sonst vertrauensvoll zusammenarbeiten? Ja? Sie müssen doch eine Person im Raum haben, also jetzt mal unabhängig davon, dass es mein Beruf ist und ich damit mein Geld verdiene. Aber möchten Sie sich denn der Situation alleine aussetzen? Da sitzt ein Richter, von dem wissen Sie nicht so genau, und da sitzt da ein Antragsgegner, der hat einen Antrag gestellt, dass Sie untergebracht werden, da sitzt der Psychiater, der hat gesagt, klar, werden Sie untergebracht, und dann gehen Sie alleine in den Saal. Auf die Idee kenne ich nicht. Ja, da würde ich mir schon jemanden suchen, der sich sagt, ich setze mich mal neben dich und dann gucken wir mal, was wir tun können. Ja,
unabhängig davon, dass Sie Erfahrung einfach lesen, das meine ich sehr ernst. Yeah. Manchmal ist es leider so, dass bestimmte Dinge nur deswegen Gehör finden, weil der Typ, der sie sagt, eine schwarze Robe anhat. Ja, das ist eine ganz böse Erfahrung. Ja, ich habe das einmal ganz kurz aus der Nähkästchen gefragt, man hat einen Fall gehabt, wo die, war eine Strafsache, ja, aber die Mandantin, der ist vorgeworfen worden, sie hätte irgendwie was, irgendwie Gelder vom Jobcenter, nicht, da hätte sie was bezogen, hätte Einkommen nicht angegeben, die hat denen dreimal gesagt, ich habe euch geschrieben, dann und dann und dann und dann, dass das und das die Situation ist. Nicht aufgefallen. Ja? Dann habe ich als Anwalt das der Staatsanwaltschaft geschrieben und gesagt, die Mandantin hat gesagt, das war dann und dann und dann und dann. Ist nicht aufgefallen. Und erst als ich als Anwalt neben meiner Mandantin im Saal saß und der Richterin nochmal gesagt habe, die Situation ist folgende, wissen Sie, was die Richterin da gesagt hat? Warum haben Sie das nicht vorher gesagt? Und dann habe ich gesagt, das haben wir gesagt. Und zwar dann, dann, dann und dann. Und dann habe ich es nochmal gesagt. Das Ergebnis war dann ein Freispruch. Ja? Die Mandantin wäre untergegangen, wenn sie nicht so ein Schwarzkittel neben sich sitzen gehabt hätte. Ja? Deswegen ist der wichtigste Hinweis ist eigentlich immer der, suchen Sie sich bitte Beistand. Ja? Es gibt genügend Anwälte, die sagen, ich mache das auch auf Beratungs- und Prozesskostenhilfebasis. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber man kämpfen, die sich nicht alleine kämpfen, müssen doch nicht alleine. Nehmen Sie sich doch die Hilfe, die da ist. Ja? So, Anhörung des Betroffenen. Das Betroffene hat das Gericht hat den Betroffenen anzuhören. Ja? Wie gesagt, bei der Anordnung der Betreuung oder eben der Anordnung eines Eingliederungsbeobachters. Sonstige Beteiligte, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn es Personen gibt, ja, die Auskünfte geben können zur persönlichen, gesundheitlichen oder sozialen Situation des Betroffenen, dann sind die zu hören. Das Problem ist, das Gericht weiß das nicht, wenn sich das nicht aus der Akte ergibt. Deswegen muss man das aktenkundig machen. Und spätestens dann, wenn der Termin ist, sollte man dem Gericht immer sagen, hör mal, hier gibt es aber eine Gruppe von Leuten, die kennt den unheimlich gut, weil mit denen redet der ganz offen. Das muss man begründen und dann dafür sorgen, dass die bei der Anhörung dabei sind. Das kann eine Betreuung zum Kippen bringen. Ja, dann Einhörung eines Gutachtens, das ist das, was ich vorhin sagte. Also ich sagte, Sie können dieses Erstgutachten nicht durch eine Patientenverfügung verhindern. Weil das Gesetz selber sagt, vor der Bestellung eines Betreuers oder einer Anordnung eines Einwilligungsverwaltens hat eine förmliche Beweisaufnahme durch Einholung eines Gutachtens über die Notwendigkeit der Maßnahmen stattzufinden. Und in dem Moment, wo das Gesetz das selber anordnet, kann ich nicht mit einer freiwilligen mit einer Privatverfügung kommen und sagen, das dürfen wir nicht. Das ist ja so, als wenn ich einem Richter sagen würde, ich verbiete freiheitserziehende Maßnahmen gegen mich, ihr dürft mich nicht mit einer Freiheitsstrafe belegen. Das kann ich ja auch nicht machen. Ne? Das Gesetz ordnet an, dass es erforderlich ist, dass eine Begutachtung stattfindet. Das Gesetz sagt nicht, wie die stattzufinden hat. Das Gesetz sagt nur, es ist zu begutachten. Und deswegen kann das zu der Situation führen, dass man sagt, ich rede nicht freiwillig mit dem Gutachter. Ja? Dann kommt der Berg zum Propheten. Und dann wird derjenige, der begutachtet werden soll, untergebracht zum Zwecke der Begutachtung. Und dann findet eine Ferndiagnose statt. Das Gesetz verbietet ein Gutachten nach Aktenlage. Aber nicht ein Gutachten nach Beobachtung. Und da kann man sich zweimal ausmalen, was besser ist. Ob man sagt, ich versuche mit dem Betreuer, mit dem Gutachter zu reden und mich zu präsentieren. Oder ob ich sage, naja, ich lasse ihn mich mal beobachten. Mit allem, was ich so mache am Tag. Ja? Das ist eine Situation, die muss jeder für sich in der Einzelsituation entscheiden. Ich kann Ihnen aber sagen, wie in 90% aller Fälle mein Rat lautet. Der lautet, reden Sie mit dem Gutachter. Ja, der ganz oft, in manchen Fällen sage ich, nein, auf keinen Fall. Ja, aber in den meisten Fällen sage ich, wenn es jemanden gibt, der noch etwas für Sie ins Feld führen kann, dann Sie. Also nehmen Sie die Möglichkeit wahr. Darf ein Zeuge dabei sein, oder? Darf ein Zeuge dabei sein, ja. Wobei man immer, wir alle kennen die Erfahrung, dass die Beobachtung einer Situation die Situation verändert. Ja? Aber ja, da haben Zeugen dabei sein, und manchmal ist das auch wichtig. Ja? Und wenn es so wichtig ist, dann wir machen das ja auch durchaus, dass wir mitgehen, in manchen Fällen, aber nicht die ganze Zeit bleiben. Ja? Man sagt, man versucht durch die Anwesenheit eines Dritten so eine für den Betroffenen, für den Mandanten eine Vertrauenssituation und für den Begutachter klarzumachen, pass mal auf, wir haben da ein Auge drauf. Das kann helfen.
Das wird dann wirklich ein Recht von einem Schild von einem Gutachten erstellen. Schild von einem seminaren Gutachten erstellen. Die paar Fragen sind im langen Gutachten erstellen. Ja, ich könnte jetzt mal ob ich noch einen Vortrag halte oder nicht. Wie gesagt, 12 Uhr. Ich hatte mit 20 Minuten noch später noch angefangen, also um 10 nach. Geben Sie mir noch 5 Minuten mit. Ja? So, bevor wir uns untersuchen, das war genau das, Überprüfung der Betreuerauswahl haben wir auch drüber gesprochen, Aufhebung und Einschränkung der Betreuung des Einwohnungsvorbehaltes, da gehen wir auch noch ganz kurz drauf, dass wir dann, hat das Gericht fällt 7 Jahre nach der Anordnung dieser Maßnahme zu entscheiden, das habe ich vorhin einmal so in einem Satz gesagt, ja, deswegen eine Betreuung zu haben noch für 8 Jahre, kann ich mir nicht vorstellen, wenn das Gesetz sagt, oder kann eigentlich nicht, wenn das Gesetz sagt, nach 7 Jahren ist aber erneut zu überprüfen. Dann ist der Maximalzeitraum für die Überprüfung für die Anordnung 7 Jahre. So, dann, und das ist jetzt das eigentlich Wichtige, die Beschwerde. Ist der Betroffene untergebracht, kann der Beschwerde auch bei, das ist gegen die Unterbringung, beim Amtsgericht einlegen, dessen Bezirk er untergebracht ist. Wir kennen daraus, dass es in Angelegenheiten der Betreuung Beschwerden gibt. Die richten sich dann nach den allgemeinen Vorschriften des FAMFG, die Beschwerde ist laut Gesetz in der Landesfrist ist bestimmt, einen Monat einzulegen. Wichtig. Das heißt, also wenn Sie eine Anordnung in irgendeiner Form Betreuungssachen erhalten, haben Sie einen Monat Zeit dagegen, sich zu wehren. Danach ist diese Beschwerde verfristet und wird als unzulässig abgelehnt. Ja? Und in unzulässigen Sachen, es interessiert dann auch keinen mehr, ob das inhaltlich das Schlimmste ist, was einem je widerfahren ist. Der Richter guckt da drüber und sagt, ja, dann hätte vor einer Woche hier sein müssen. Und diese Fristen, bitte, das sind stundengenaue Fristen. Das heißt also, wenn am 1.1. eine Maßnahme ergriffen wird, eine Anordnung ergeht, Ihnen zugestellt wird, dann ist am 1.2. 0 Uhr Fristablauf, beziehungsweise 24 Uhr Fristablauf. Wenn das am 2.2. 0.01 Uhr im Briefkasten des Gerichts liegt, ist das zu spät. Ja, da geht bei Gericht, da ist im Briefkasten so eine Klappe drin. Und wenn die rüberfällt, fällt das in den Posteingang für den nächsten Tag und dann wird das nicht mehr bearbeitet. Eine Frage. Das heißt aber, dass wenn ich bis Mitternacht einwerfe... Ist das fristgemäß? Ja, genau. So, dann gibt es manche Sachen... Für die sind nur 2 Wochenfristen. Das ist immer noch so eine einstweilige Anordnung oder Entscheidung über Anträge auf Genehmigung eines Rechtsgeschäfts. Also dann, wenn ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet wurde. Weil man sagt, es ist dem Vertragspartner nicht zuzumuten, jetzt einen Monat und länger zu warten, um zu gucken, ob er das Motorrad jetzt verkauft hat oder nicht. Ja, Einlegung Beschwerde ist beim Gericht einzulegen, dessen Beschluss angefochten wird. Anträge auf Bewilligung, Verfahrenskostenhilfe für eine beabsichtigte Beschwerde ist bei dem Gericht einzulegen, dessen Beschluss angefochten werden soll. So, und das wird erhoben durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder Niederschrift der Beschwerde. Auch das ist wichtig. Sie müssen die Beschwerde nicht selber schreiben. Ja? Sie können zur Geschäftsstelle des Amtsgerichts gehen und sagen, ich möchte eine Beschwerde einlegen. Dann nimmt der Rechtspfleger die für Sie auf. Der schreibt das dann und Sie können ihm das dann vor Ort diktieren. Die Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses und die Erklärung, dass die Beschwerde gegen diesen Beschluss eingelegt werden soll. Ja. Sie soll nach Möglichkeit natürlich begründet werden. Aber in der Regel reicht es auch, wenn Sie sagen, ich reiche dagegen Beschwerde an, dann kriegt man unter Umständen nochmal eine extra Begründungsfrist. Das ist dann sinnvoll, das zu machen, aber nicht zwangsweise. Gang des Beschwerdeverfahrens und so weiter und so fort. Ich fasse das jetzt mal eben zusammen, wenn der wenn Sie eine Beschwerde einlegen, dann überprüft zunächst das Gericht, gegen das Sie Beschwerde eingelegt haben, ob es die Beschwerde abruft. Das heißt, ob es selber auf die Idee kommt zu sagen, okay, an der Beschwerde ist was dran. Wenn das Gericht zu der Auffassung kommt zu sagen, nein, ich bleibe bei meiner Entscheidung, dann gibt das Gericht die Sache nach oben ab an die nächsthöhere Instanz, das ist dann das Landgericht, und die überprüfen die Angelegenheit dann nochmal in sachlicher und rechtlicher Hinsicht. Wenn die das der Beschwerde abhält, also wenn die der Beschwerde stattgeben wollen, dann wird die Entscheidung des Untergerichtes aufgehoben. Wenn nicht, kriegen sie eine Entscheidung, wo dann gesagt wird, die Beschwerde wird verworfen. In manchen Fällen haben sie dann die Möglichkeit, eine sogenannte Rechtsbeschwerde einzulegen. Ja,
Die ist aber eben genau das. Sie ist eine Rechtsbeschwerde und führt dann zur Überprüfung, ob dieser Sachverhalt, wie er jetzt feststeht, rechtlich einwandfrei beurteilt wurde. Da wird also nicht mehr gefragt, ob das alles stimmt, was da so in dem an Tatsachen festgestellt wurde, sondern nur noch gefragt, ist das rechtlich richtig gewürdigt. Das geht dann hoch zum BGH. Und da ist dann eben die Problematik, dass sie dort auch nur noch von einem Anwalt vertreten werden können, der beim BGH zugelassen worden ist. Also ich darf sie bis zum Oberlandesgericht vertreten, ja, also jeder andere Anwalt auch, aber da ist Feierabend und danach muss ein neuer Anwalt sein. Und diese Anwälte sitzen alle in Karlsruhe. Das ist auch ein bisschen problematisch, weil man diese in der Regel gar nicht selber zu Gesicht kriegt, es sei denn, man hat gerade bis zur Zeit nach Karlsruhe zu fahren. Und die sind auch nicht berechtigt, nicht wahr? Bitte? Und die sind auch nicht berechtigt. Nein, auch die arbeiten natürlich auf Prozesskostenhilfebasis, weil sie es müssen. Ja? Jeder Anwalt, das ist vielleicht so in finanzieller Hinsicht, ich bin darauf, dazu verpflichtet, Sie als Anwalt darauf hinzuweisen, dass Sie Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe in Anspruch nehmen können, wenn ich Anhaltspunkte dafür habe, dass diese Institutionen für Sie in Betracht kommen. Ich bin nicht dafür verpflichtet, dazu zu sorgen, dass Sie die Anträge stellen. Das heißt, also wenn Sie auf Beratungshilfe beraten werden möchten, ist es immer sinnvoll, wenn Sie Beratungshilfe bereits mitbringen. Denn das ist die böse Erfahrung hier aus Bochum. Die Gerichte sind kniepig geworden. Und wir haben viele, viele Verfahren, in denen die Gerichte dann sagen, dafür gewähren wir gar keine Beratungshilfe. Und dann passiert es nämlich, dass Sie da Menschen beim Anwalt warten und das wurde nachher abgelehnt, kriegen Sie vom Anwalt eine Rechnung. Und um das zu vermeiden, bitte, bitte vorher den Beratungshilfeplan besorgen. Dann ist ganz glasklar, dass die Kosten auch übernommen werden. Im Prozesskostenhilfe, wie gesagt, wird eben auch noch überprüft, ob die Sache Aussicht auf Erfolg hat. Das ist manchmal eine ganz gute Methode, um zu gucken, ob man mit seinem Antrag überhaupt durchdringen kann. Ja? Denn wenn schon die Erstprüfung ergibt, Sie haben überhaupt keine Chance, dann kann man sich die Klage in der Hauptsache in der Regel sparen. Kurze Frage zur Beratungshilfe. Muss jeder Anwalt das machen? Oder? Ja und nein. Ich kann aus bestimmten Gründen ablehnen. Ich mache jetzt mal ein ganz abstruses Beispiel. Wenn Sie zu mir kommen, weil Sie im Bau- und Architektenrecht beraten werden wollen, sind Sie bei mir wahrscheinlich an der falschen Adresse. Das werde ich Ihnen auch so sagen. Wenn Sie dann trotzdem zu mir wollen, dann müsste ich Sie rein theoretisch beraten. Ich kann es dann unter Umständen aus Umweltverschiedenheit auch ablehnen, aber das ist eigentlich nicht so der Hauptgrund. Ja, es ist einfach nicht effektiv, zu einem Anwalt zu gehen und zu sagen, ich habe von Betreuungszeit keine Ahnung, und dann aber sagen, aber beraten Sie mich damit. Sie gehen ja auch nicht zum Anchirurgen, weil Sie was am Auge haben. Ja. Aber im Prinzip, ja, wenn Sie den Schein haben und der Anwalt in dieser Sache auch befähigt ist, dann muss der Sie beraten. Ja. Der muss aber nicht unbedingt Prozess führen. Das können Sie nämlich auch alleine. Ja. Okay, das soll es von mir gewesen sein? Ja, Moment. Vortragstechnik, ja? Soll es das von mir gewesen sein? Ich danke Ihnen für die rege Anteilnahme. Ja? Und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen was gebracht.